Hallo liebe Fans der Astrologie, herzlich willkommen zu diesem Video mit den Tendenzen für die 12 Sternzeichen im September 2019. Bei welcher Minute und Sekunde euer Sternzeichen genau anfängt, das habe ich euch unten in die Videobeschreibung reingeschrieben. Wenn ihr das Video am PC oder mit einem Android-Gerät schaut, könnt ihr sogar direkt auf die Zeit draufklicken und dahin springen. Bevor wir anfangen, hier noch der Hinweis, dass die Sternzeichen-Videos zwar die allgemeinen Tendenzen aufzeigen, aber eine persönliche Beratung können sie nicht unbedingt ersetzen. Im Horoskop gibt es ja noch viel mehr Faktoren und Planeten und Aspekte als nur das Sternzeichen. Wenn ihr also persönliche Anliegen und Beratungsbedarf habt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden und eine Beratung buchen. Die Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. In diesem Monat gibt es außerdem auch wieder ein Video mit der kosmischen Schwingung. Das ist der astrologische Ausblick für alle und da habe ich die wichtigsten Konstellationen genau erläutert. Und außerdem möchte ich euch auch noch mein Video über den Mondzyklus ans Herz legen. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Glöckchen oben rechts aktiviert, werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald das Video online ist. Diesen Monat gibt es auch wieder eine Verlosung und mehr dazu und alle Infos zu meinen aktuellen Workshops und Webinaren und wann die nächsten Livestreams stattfinden, das erfahrt ihr am Ende des Videos im Service-Teil. Und jetzt kann es auch schon losgehen mit der Deutung für die 12 Sternzeichen. Und wie immer beginnen wir in der Reihenfolge des Tierkreises mit dem ersten Zeichen und das ist der Widder. Hallo ihr lieben Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Es wird ein produktiver Monat für euch mit guter Stimmung am Arbeitsplatz. Der Neumond vom 30. August, der die kosmischen Themen für den September vorgibt, fällt beim Widder-Kollektiv ins sechste Haus der Arbeit und Gesundheit. Mit dabei stehen die Liebesplaneten und der Merkur, das heißt, im Büro wird viel getuschelt und geflirtet. Seid bitte insgesamt vorsichtig, falls ihr einen Flirt im beruflichen Umfeld anfangt. Und erst recht, wenn ihr selbstständig seid und therapeutisch arbeitet, falls es dann mit einem Klienten oder Patienten prickelt. Dann müsst ihr die Regeln der Berufsethik einhalten und Berufliches von Privatem strikt trennen. Generell solltet ihr diesen Monat bei der Arbeit in allen Belangen sehr korrekt und umsichtig vorgehen. Der Hintergrund ist, dass euer Herrscher Mars im Laufe des Monats eine Spannungskonstellation mit Neptun und Lilith bilden wird. Und dann können Geheimnisse auffliegen, sei es nun wegen einer Liebesaffäre oder wegen einer beruflichen Mauschelei. Wenn sich dann herausstellt, dass ihr euch nicht korrekt verhalten habt, könnte es zu einem Skandal kommen. Die kritische Phase ist zwischen dem 7. und dem 16. September. Danach entspannt sich die Lage wieder. In diese Zeit fällt der Vollmond am 14. September. Der kann mit dazu beitragen, dass Dinge ans Licht kommen, die eigentlich geheim bleiben sollten. Der Vollmond bringt aber auch schöne Aspekte für euch, denn an diesem Tag gehen Venus und Merkur in die Waage und damit beim Widder-Kollektiv ins Partnerhaus. Und die bringen dann bis Monatsende Einladungen und gesellige Treffen mit netten Leuten. Gesundheitlich könnte die Zeit vom 7. bis 14. nochmal kritisch für euch sein. Achtet darauf, kleinere Verletzungen sorgfältig zu desinfizieren und nehmt Entzündungen nicht auf die leichte Schulter, sonst kann sich das verschleppen und euch schwächen. Am 23. September ist Herbst, Tag- und Nachtgleiche und die Waagesaison beginnt. Die Sonne in der Waage aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen auch noch euer Partnerhaus. Beziehungsthemen rücken dann in den Vordergrund. Für Singles ist es eine schöne Zeit, um jemanden kennenzulernen und zu flirten. Trotzdem gilt weiterhin, ob beim Flirten oder bei vielversprechenden beruflichen Projekten, lasst Vorsicht walten. Vieles sieht verheißungsvoll aus, hält aber dann einer Realitätsprüfung nicht stand. Und die wird kommen, spätestens wenn die Planeten in der Waage harte Aspekte zu Saturn und Pluto bilden. Das passiert in der Zeit vom 21. September bis zum 16. Oktober. Da wird es immer wieder Prüfungen und Krisensituationen geben, in denen sich die Spreu vom Weizen trennt. Und das kann, je nachdem, wie weit ihr euch vorher schon eingelassen hattet, unangenehm werden. Wenn ihr beruflich oder finanziell in wichtigen Verhandlungen seid, gibt es vom 25. bis 30. September ein schönes Zeitfenster, in dem ihr gute, gewinnbringende Vereinbarungen treffen könnt. Wenn sich in dieser Zeit eine Einigung ergibt, solltet ihr die mit einem Handschlag oder einer Unterschrift besiegeln, denn danach sind die Aspekte wieder schwierig und jemand könnte sich zurückziehen. Auch für die Liebe sind diese Tage im September gut, um sich zu einigen und Situationen, die eventuell in Schieflage geraten sind, wieder gerade zu rücken. Das ist besonders wichtig, denn zur selben Zeit aktiviert die Sonne den Chiron, der ja bei euch im Widder steht,
Da müssen besonders die Geborenen der ersten Dekade auf ihre Gesundheit achten. Probleme in der Partnerschaft können dann körperliche Symptome verursachen. Deshalb seid lieb zueinander und verständigt euch. Bei einem Neuanfang hilft euch auch der Neumond in der Waage am 28. September, der in euer Partnerhaus fällt. Hallo, ihr lieben Stiergeborenen und Stieraszendenten. Der Neumond vom 30. August läutet die Konstellationen im September ein und verspricht einen Monat mit sinnlichen und anregenden Aspekten für euch. Er fällt ins Zeichen Jungfrau und das ist beim Stierkollektiv das fünfte Haus der Lebensfreude. Stiere mit naturverbundenen Hobbys wie Gärtnern, Haustiere halten, Wandern oder Reiten werden bestimmt jede Möglichkeit wahrnehmen, sich ihrer Passion zu widmen. Auch wenn ihr in einem kreativen Beruf seid, seid ihr wahrscheinlich produktiv und die Arbeit macht euch Spaß. Wenn ihr aktuell unter dem Einfluss von Erneuerungsplanet Uranus steht und welche Geburtstagskinder das sind, könnt ihr in meinem Jahrbuch nachlesen, dann macht es euch zurzeit wahrscheinlich richtig Spaß, etwas in eurem Leben zu verändern und euch selbst neu zu erfinden. Für alle Stiere gilt, ihr könnt zu diesem Neumond sehr gut etwas Neues starten, besonders wenn ihr das schon länger geplant habt und die Sache Hand und Fuß hat. Diesen Monat wirkt zum dritten und letzten Mal der Illusionsaspekt zwischen Jupiter und Neptun. Deswegen müssen neue Projekte sorgfältig auf ihre Realitätstauglichkeit überprüft werden, was ja an sich euer Ding ist. Die meisten Stiere stürzen sich nicht gern spontan in etwas Neues, ohne es sorgfältig nach allen Seiten hin geprüft zu haben. Bei dieser Vorgehensweise solltet ihr bleiben. In der Liebe kann der Monat sehr aufregend und faszinierend für euch werden. Die Venus bildet ja zum Neumond einen schönen Aspekt zu Uranus, das heißt nichts anderes als neue Liebe, neuer Flirt und frische Impulse für bestehende Beziehungen. Außerdem verbinden sich Venus und Mars, das ist eine sehr sinnliche Konstellation. Es kann euch durchaus passieren, dass ihr mit einer neuen Flamme relativ schnell im Bett landet, obwohl das sonst nicht eure Art ist. Zwischen dem 5. und dem 16. haben wir dann einen heiklen Aspekt, der heimliche Affären auffliegen lässt. Höhepunkt ist der Vollmond am 14. September bei euch auf der Freundschaftsachse. Es sind Komplikationen möglich, die durch einen Flirt oder eine Affäre im Freundeskreis oder auch mit Leuten aus eurem beruflichen Netzwerk entstehen. Es ist auch gut möglich, dass ihr das erstmal gar nicht merkt, weil die Aspekte ja angenehm und harmonisch sind. Aber trotzdem solltet ihr mit so einer Situation nicht sorglos umgehen. Und schon gar nicht, wenn ihr in einer festen Beziehung seid. Für die liierten Stiere kann es durchaus zu Unstimmigkeiten kommen, weil sie sich ausgiebig ihren Hobbys oder ihren Freunden widmen und der feste Partner sich zurückgesetzt fühlt. Zu Vollmond wechselt eure Herrscherin Venus das Zeichen und wandert zusammen mit Merkur in die Waage. Und für das Stierkollektiv ist das das sechste Haus der Arbeit. Das zeigt gesellige und gute Stimmung am Arbeitsplatz an. Am 23. September ist Herbst Tag und Nachtgleiche und dann beginnt die Waagesaison. Die Sonne geht dann in die Waage und damit in euer sechstes Haus. Dann beginnen 4 produktive Wochen. Beruflich folgt dann eine Phase bis Mitte Oktober, in der sich öfter mal die beruflichen Anforderungen mit euren persönlichen Plänen durchkreuzen können. Ihr müsst dann besonders auf eure Work-Life-Balance achten, damit ihr nicht frustriert werdet. Ein gutes Zeitfenster für Absprachen, wie ihr euren Alltag zu Hause und im Beruf organisieren könnt, ist zwischen dem 25. und 30. September. Und in diese Zeit fällt auch der Neumond in der Waage am 28. September beim Stierkollektiv im Berufshaus. Falls es in eurer festen Partnerschaft zu Unstimmigkeiten gekommen sein sollte, ist das auch eine schöne Zeit, um mit eurem Schatz wieder enger zusammenzurücken und Missverständnisse zu klären. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge und Zwillinge-Aszendenten. Für euch kann es ein inspirierender, aber auch etwas verwirrender Monat werden. Der Neumond in der Jungfrau vom 30. August fällt beim Zwillinge-Kollektiv ins vierte Haus der Familie und der Heimat. Und gegenüber, im 10. Haus der Karriere, befinden sich Lilith und Neptun, die von Schwierigkeiten im Job erzählen. Es gibt unklare Situationen in der Chefetage, Entscheidungsschwäche oder unausgegorene Vorgaben können euch das Leben schwer machen. Wenn ihr selbstständig seid, tut ihr euch selber schwer, klare Ziele für das nächste Quartal ins Auge zu fassen. Es kann sich auch um Schwierigkeiten mit weiblichen Führungspersonen handeln. Zum Beispiel, dass die Chefin schwanger wird und einfach unklar ist, wer die Vertretung übernimmt und wie es dann weitergeht. Außerdem scheint eure Familie oder auch Wohnsituation einige Aufmerksamkeit von euch zu fordern. Entweder ihr habt viel Besuch
Oder ihr habt euch etwas vorgenommen, beispielsweise eine Renovierung, und Unklarheiten im Job durchkreuzen dann eure Pläne. Außerdem kann der Mars renitente männliche Familienmitglieder anzeigen, die euch womöglich kritisieren, weil ihr nicht dazu kommt, euch um alles zu kümmern. Wenn es gut läuft und ihr einen starken Partner an eurer Seite habt, werdet ihr mit all dem fertig und verliert nicht eure gute Laune, trotz einigen Trubel zu Hause und trotz eines Chefs, der nicht weiß, was er will. Es kommt jetzt wirklich darauf an, ob ihr Menschen um euch habt, die euch unterstützen und die Nerven behalten. Und das könnt ihr selber mitsteuern, indem ihr achtsam mit euren Lieben umgeht und euch zuverlässig zeigt. In eurem Partnerhaus steht weiterhin Glücksplanet Jupiter. Das ist grundsätzlich sehr schön für euer Sozialleben und auch für die Singles ideal zum Flirten. Allerdings wirkt diesen Monat nochmal der Illusionsaspekt zwischen Jupiter und Neptun, sodass ihr Gefahr lauft, euch auf Projekte einzulassen, die nicht durchdacht oder nicht realitätstauglich sind. Seid vorsichtig mit neuen Projekten oder Aufgaben und haltet wichtige Eckpunkte schriftlich fest. Wenn ihr neue Geschäftspartnerschaften eingeht, könntet ihr euch in jemandem täuschen. Auch ihr selbst müsst euch um Verlässlichkeit bemühen, sonst ist man womöglich von euch enttäuscht. Im Privatleben können sich Flirts, die unter dieser Konstellation beginnen, als romantische Träume erweisen, die keinen Bestand haben. Und ihr lauft Gefahr, in eine Dreiecksgeschichte verwickelt zu werden, weil einer der Beteiligten verschweigt, dass er noch andere Beziehungen hat. Ein Zeitfenster für Aussprachen gibt es am 10. und 11. September. Und zu Vollmond am 14. September spitzt sich die Anspannung dann allerdings nochmal zu, doch danach gibt's Besserung. Merkur und Venus wandern dann ins Zeichen Waage und stehen für 3 Wochen super günstig für euch. Dann findet ihr zur richtigen Zeit die richtigen Worte, um die Wogen zu glätten und Situationen zu eurem Vorteil zu wenden. Am 23. September beginnt die Waage-Saison und die Sonne aktiviert dann für 4 Wochen eure Lebensfreude, Liebeslust und Kreativität. Allerdings bilden alle Waage-Planeten bis Mitte Oktober wiederholt Krisenaspekte zu Saturn und Pluto. Wenn eure lustvollen Aktivitäten im Widerspruch zu eurer festen Partnerschaft stehen, beispielsweise weil ihr fremd flirtet oder weil ihr euch über die Freizeitgestaltung nicht einig werden könnt, droht Beziehungsfrust. Deshalb solltet ihr euch um Konsens bemühen, denn eine gut funktionierende Partnerschaft ist jetzt für euch eine sehr wichtige Stütze, um in beruflich schwierigen Situationen einen klaren Kopf zu behalten. Das solltet ihr nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Für euer Liebesglück und einvernehmliche Lösungen gibt es nochmal ein schönes Zeitfenster vom 25. bis zum 30. September. In diesen Tagen könnt ihr eure Herzallerliebsten um den Finger wickeln oder einen günstigen Vertrag abschließen. Und da ist dann auch am 28. September der Vollmond, der ebenfalls bei euch ins Haus der Lebensfreude fällt. Hallo, ihr herzigen Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Bei euch ist weiterhin eine Menge los im Horoskop. Ich sehe es an meinen Klienten und auch in meinem privaten Freundeskreis. Für viele Krebse schließen sich Kreise und dafür eröffnen sich neue Möglichkeiten, weil der Mondknoten bei euch im Zeichen steht. Der Neumond am 30. August in der Jungfrau steht günstig zur Krebssonne und auch zum Mondknoten. Und die erste Monatshälfte dürfte für viele von euch richtig Schwung in eure Beziehungen und auch in euer persönliches Fortkommen bringen. Und zwar läuft diesen Monat alles über direkte Kontakte und Gespräche, beziehungsweise im Job über den Flurfunk. Sucht das Schwätzchen mit den Kollegen oder den Plausch mit den Nachbarn. Darüber erfahrt ihr jetzt wichtige Neuigkeiten. Und nicht zuletzt können sich über ganz banale Begegnungen im Alltag auch interessante neue Flirts anbahnen. Bis zum Vollmond am 14. September, der ebenfalls günstig zur Krebssonne steht, halten die belebenden Tendenzen an. Und wenn ihr helfend oder therapeutisch tätig seid, habt ihr bestimmt viele Klienten, die eure Hilfe suchen. Hier lauert jedoch auch ein Potenzial für Missverständnisse. Ihr müsst darauf achten, dass eure heilenden Hinweise richtig verstanden werden. Wenn ihr selbst eine neue Heilmethode oder einen Heiler ausprobiert, seid ruhig ein bisschen kritisch. Die Aspekte können dazu verführen, dass man allzu euphorisch ist oder auf Heilsversprechen hereinfällt, die der realistischen Grundlage entbehren. Auch in beruflicher Hinsicht solltet ihr besonders aufmerksam sein. Ihr hört viel Interessantes Neues, aber es können auch Falschinformationen sein, die jemand streut, um jemand anderes zu diskreditieren. Euch fällt dann wahrscheinlich die Rolle zu schlichten und aufzuklären und jemanden gegebenenfalls in Schutz zu nehmen. Mit dem Vollmond am 14. wandern Venus und Merkur in die Waage, dann dürft ihr mit nettem Besuch und guter Stimmung in der Familie rechnen.
Allerdings wird dadurch auch der Chiron aktiviert, der schwierig für die erste Dekade der Krebsgeborenen steht. Vielleicht müsst ihr ein schönes Familienprojekt opfern, weil ihr beruflich unter Druck geratet. Oder man macht euch Schwierigkeiten, weil ihr den Ruf habt, dass ihr berufliche Termine jederzeit zurückstellt, wenn ihr für Familie und Kinder da sein müsst. Das ist zwischen dem 14. und dem 20. September kritisch, gilt aber für die Krebse der ersten Dekade auch längerfristig. Genaueres dazu könnt ihr in meinem Jahrbuch nachlesen. Am 23. September ist Herbst Tag- und Nachtgleiche und dann beginnt die Waagesaison. Die Sonne in der Waage aktiviert dann beim Krebskollektiv für 4 Wochen Angelegenheiten rund ums Heim und der Familie. Auch dann gibt es nochmal diese Auslösungen mit Chiron und ihr könnt in einen Konflikt zwischen beruflichen und familiären Anforderungen geraten. Überhaupt bilden jetzt die Planeten in der Waage bis Mitte Oktober wiederholt krisenhafte Aspekte zu Saturn und Pluto und die stehen ja bei euch im Partnerhaus. Das spricht dafür, dass es zwischen Familienmitgliedern und in eurer Partnerschaft zu Frustrationen kommen kann, weil ihr euch über bestimmte Abläufe nicht einig werden könnt. Ihr müsst ein waches Auge haben, um die verschiedenen Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Traut euch ruhig zu, das Kommando zu übernehmen, denn die Kraft des Familienzusammenhalts liegt bei euch. Ihr erreicht das aber nicht mit Nörgeln oder indem ihr versucht, euch durchzusetzen, sondern ihr müsst eure Lieben mit eurer warmherzigen Art überzeugen. Günstige Aspekte für alle Arten von Absprachen, aber auch um einen guten finanziellen Abschluss zu erreichen, haben wir vom 25. bis 30. September und mittendrin der Neumond in der Waage am 28. September. Während dieser Zeit solltet ihr Vereinbarungen treffen, die Bestand haben und euch Sicherheit geben. Wenn es später nochmal zu Unstimmigkeiten kommen sollte, dann kann man sich auf das berufen, worauf man sich geeinigt hatte. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Der Neumond vom 30. August fällt beim Löwe-Kollektiv ins Geldhaus und zeigt an, dass es im September viele und oft positive finanzielle Entwicklungen für euch gibt. Auch euer persönliches Selbstwertgefühl bekommt jetzt eine Menge Energie. Damit ihr diese Tendenzen gut nutzen könnt, müsst ihr aufpassen, dass ihr neue berufliche oder auch persönliche Projekte immer daraufhin abklopft, ob sie realitätstauglich sind und ob wirklich so viel Potenzial in ihnen steckt, wie ihr glaubt. Im September wird nämlich mehr versprochen, als gehalten werden kann. Es gibt eine Übertreibungskonstellation, an der Glücksplanet Jupiter beteiligt ist und der steht an sich ja sehr günstig für euch in eurem 5. Haus der Lebensfreude. Das kann euch allerdings anregen, zu große Risiken einzugehen oder euch zu verspekulieren. Es kann auch sein, dass ihr für ein persönliches Hobby oder ein Herzensprojekt viel Geld ausgeben oder sogar Schulden aufnehmen wollt, weil ihr davon so begeistert seid. Besonders um die Monatsmitte herum, wenn es auf den Vollmond am 14. September zugeht, können euch die Sterne zu finanziell riskanten und leichtsinnigen Aktionen verführen. Was auch passieren könnte, ist, dass ihr eurem Schatz oder Flirt beeindrucken wollt und deswegen größere Runden schmeißt. Deswegen behaltet bei den Finanzen einen kühlen Kopf. Dann könnt ihr das Beste aus den Konstellationen herausholen und dabei euch durchaus einen großen Gewinn machen. Beruflich stehen eure Sterne diesen Monat sehr günstig. In Abläufe und Aufgaben, die sich zuletzt recht zäh vorangeschleppt haben, kommt jetzt wieder mehr Schwung. Falls ihr selbst im Finanz- oder Versicherungswesen arbeitet, seid ihr gut darin, eure Klienten zu beraten und ihnen zu helfen, ihre finanziellen Angelegenheiten zu sortieren und dabei springt eine gute Provision für euch heraus. Die Liebessterne haben euch ja im August einen riesigen Auftrieb gegeben. Deswegen müsstet ihr ein ganzes Herz voller liebevoller Energien mit in den September bringen. Wenn ihr in einer glücklichen, festen Partnerschaft seid, sollte alles gut laufen und ihr könnt fantasievolle neue Wege der Erotik zusammen ausprobieren. Wenn ihr euch neu verliebt habt, gibt es im September vielleicht einige Aufs und Abs zwischen Euphorie und Rückzug, aber bleibt dran. Schwieriger wird es dann, wenn ihr euch in einer unklaren Beziehungs- oder Flirt-Situation befindet, beispielsweise in einer Dreiecksgeschichte. Rund um den Vollmond kann es zu Streitigkeiten mit dem festen Partner kommen, falls dieser den Eindruck hat, ihr hättet fremd geflirtet. Doch am 14. September wechseln Venus und Merkur in die Waage und das ist sehr günstig für Löwegeborene, vor allem für Liebesgeflüster und fantasievolle Versöhnungsnachrichten. Auch ein regelrecht heilendes Gespräch ist dann möglich. Am 23. September beginnt die Waagesaison und die Sonne bildet dann für 4 Wochen günstige Aspekte zur Löwesonne.
Die Planeten in der Waage bilden jedoch noch bis zum 15. Oktober wiederholt krisenhafte Aspekte, die darauf hindeuten, dass ihr durch Kollegen oder Vorgesetzte am Arbeitsplatz ausgebremst werdet, wenn ihnen eure Ideen nicht gefallen, und dann gehen die Argumente hin und her. Das kann frustrierend sein, aber mit Geduld und kleinen Anpassungen lässt sich das meistens regeln. Zum Glück gibt es zwischen dem 25. und dem 30. September einen fabelhaften Verhandlungs- und Marketingaspekt für euch. Und in diese Zeit fällt auch der Neumond in der Waage am 28. September, der super zur Löwesonne steht. Das sind außerdem auch sehr gute Tage für ein Vorstellungsgespräch und außerdem für ein finanzielles Glück. Spielt dann ruhig mal Lotto. Günstige Angebote und Gelegenheiten solltet ihr in dieser Zeit festzurren, denn danach könnte jemand ein Angebot wieder zurückziehen. Auch für die Liebe sind diese 5 Tage wunderbar, um jemanden mit zärtlichen Worten zu verführen und zu begeistern. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten, und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im September Geburtstag habt. Der Neumond vom 30. August fällt zusammen mit den Liebesplaneten Venus und Mars und eurem Herrscher Merkur in euer eigenes Zeichen. Das ist geballte Vitalpower für euch und außerdem auch eine sehr sinnliche und schöpferische Energie. Wenn ihr fest liiert oder verliebt seid, solltet ihr euch in den ersten beiden Septemberwochen Zeit für die Liebe nehmen oder auch für einen Liebesurlaub oder den gemeinsamen Genuss von Kunst und Kultur. Wenn ihr alleinstehend seid, nehmt euch vor, an wichtigen Herzensprojekten zu arbeiten, denn ihr könnt gut vorankommen und seid sehr kreativ. Für Singles, die auf der Suche sind, ist das auch eine tolle Konstellation, um sich zu verlieben. Bei euch im Partnerhaus stehen Romantikplanet Neptun und die wilde Lilith. Das fördert eure Bereitschaft, euch auf Affären und Liebesabenteuer einzulassen, sogar dann, wenn der Ausgang ungewiss ist oder ihr euch zu einer Person hingezogen fühlt, die vielleicht unpassend oder anderweitig gebunden ist. Da wir diesen Monat nochmal diesen Illusionsaspekt zwischen Neptun und Jupiter haben, kann es tatsächlich sein, dass ihr in eine Dreiecksgeschichte hineingezogen werdet oder aus einem anderen Grund eine Begegnung ein schöner Traum bleiben muss. Auch beruflich gilt, dass ihr mit neuen Projekten oder Geschäftspartnerschaften etwas vorsichtig sein solltet. Es wird tendenziell mehr versprochen, als gehalten werden kann. Und euch selbst könnte es ganz gegen eure sonstige Natur passieren, dass ihr euch von einer Sache begeistern lasst, die sich nachher als nicht wirklich realistisch herausstellt. Deswegen nehmt euch ruhig Zeit, vielversprechende neue Projekte und Begegnungen genauer anzuschauen und zu überprüfen. Die Konstellationen spitzen sich zu bis Mitte des Monats, und in den Tagen rund um den Vollmond am 14. September kann es passieren, dass ein Geheimnis auffliegt. Die Lilith in eurem Partnerhaus zeigt Leute, die sich nicht verstecken wollen, oder auch Ereignisse, die dazu führen, dass etwas herauskommt, was eigentlich geheim bleiben sollte. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr aufpassen. Beruflich ist es besonders wichtig, falls ihr therapeutisch arbeitet, dass ihr euch an alle ethischen Regeln haltet, die für euren Beruf gelten. Wenn jemand der Meinung ist, ihr wärt da unkorrekt gewesen, könnte es um die Monatsmitte zu einer Konfrontation kommen. Danach beruhigt sich die Lage aber wieder. Offenbar gibt es einflussreiche Leute, die auf eurer Seite sind und dann ein gutes Wort für euch einlegen. Zu Vollmond wandern Venus und Merkur weiter ins Zeichen Waage und gehen dann in euer Geldhaus. Am 23. September verlässt die Sonne euer Zeichen, dann beginnt die Waagesaison. Das aktiviert dann nochmal zusätzlich für 4 Wochen den Geldfluss in eurem Horoskop. Das ist grundsätzlich günstig, aber die Planeten in der Waage bilden bis Mitte Oktober einige schwierige Aspekte mit Saturn und Pluto. Da muss man damit rechnen, dass einem Leute Steine in den Weg legen oder ihre Ansprüche erhöhen, wenn man gerade einen Abschluss machen will. Möglich auch, dass ihr gerne für euer Herzensprojekt mehr Geld aufwenden würdet, als im Moment möglich ist, oder dass ihr eine zugesagte Zuwendung oder Unterstützung nicht erhaltet. Es gibt jedoch Ende September ein ganz ausgezeichnetes Zeitfenster, in dem ihr einen guten Abschluss oder eine gute Vereinbarung erreichen könnt, und zwar zwischen dem 25. und dem 30. Und in diese Zeit fällt auch der Neumond in der Waage am 28. September. Das gilt sowohl für Verträge und finanzielle Angelegenheiten als auch für Vereinbarungen in euren persönlichen Beziehungen oder mit Menschen, mit denen ihr unter einem Dach wohnt. Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten, und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im September Geburtstag habt. Jetzt, wo die Planeten alle in die Jungfrau weitergezogen sind, verspürt ihr vielleicht öfter mal den Wunsch, euch zurückzuziehen oder nach innen zu lauschen,
um die ganzen Eindrücke des Sommers zu verarbeiten. Der Neumond vom 30. August fällt zusammen mit den Liebesplaneten für das Waage-Kollektiv ins 12. Haus des Rückzugs. Wenn ihr im individuellen Horoskop allerdings Planeten in der Jungfrau oder einen Jungfrau-Aszendenten habt, dann werden diese natürlich jetzt von dem Neumond stark aktiviert und es gibt viele Gelegenheiten zu flirten und sich im besten Licht zu zeigen. Vielleicht bewegt ihr euch auch zwischen beiden Welten, also zwischen dem Wunsch nach Rückzug und dem Wunsch, euch zu zeigen. Wenn ihr euch eure Zeit und eure Kräfte gut einteilt, sollte das funktionieren. Wenn ihr spirituell arbeitet, wird es ein schöner Monat voller Inspirationen und Botschaften aus der geistigen Welt. Für viele Waagen stehen weiterhin jede Menge Aufgaben im Bereich der Familie und des Heims auf dem Programm. Und in den ersten beiden Wochen des Septembers fließt euch kosmische Hilfe zu. Entweder weil ihr eine spirituelle Technik anwendet, die euch stärkt und eure Kräfte so in den Fluss bringt, dass vieles wie von selbst funktioniert. Oder ihr erhaltet Hilfe von unerwarteter oder versteckter Seite, jemand, der euch in aller Stille unterstützt. Beruflich stehen die Sterne einerseits sehr günstig, sehr inspirierend, andererseits etwas heikel. Vor allem, wenn ihr therapeutisch arbeitet und ganzheitliche oder spirituelle Heilmethoden benutzt, müsst ihr sorgfältig darauf achten, dass ihr richtig verstanden werdet. Es baut sich nämlich eine Spannung auf, die wird immer stärker bis zum Vollmond am 14. September und die zeigt eine Neigung zu überhöhten Erwartungen an. Und die können dann natürlich zu Enttäuschungen führen. Vor allem, wenn euch Menschen Liebe und Bewunderung entgegenbringen, müsst ihr deutlich machen, dass ihr auch nur Menschen seid und keine Wunder vollbringen könnt. Vor allem, wenn euch Menschen Liebe und Bewunderung entgegenbringen, müsst ihr deutlich machen, dass ihr auch nur Menschen seid und keine Wunder vollbringen könnt. Mit dem Vollmond wandert die Venus in Begleitung von Merkur ins Zeichen Waage. Das lässt euer Charisma erstrahlen und bei den Singles steigen dann die Flirtchancen gewaltig an. Gleichzeitig zeigt Chiron eine schwierige Beziehungssituation an, vielleicht einen Partner, der erkrankt oder eine Begegnung, die einen wunden Punkt in euch berührt. Doch die Planeten helfen euch, damit umzugehen, denn sie fördern eine liebevolle und diplomatische Kommunikation und lassen euch das Gute in eurem Gegenüber sehen. Am 23. September beginnt die Waagesaison. Die Sonne geht dann morgens um 9.50 Uhr in euer Zeichen und aktiviert anschließend für 4 Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Trotz vieler schöner und geselliger Momente kann eure Geduld und eure Fähigkeit zu lieben in den Wochen darauf auf die Probe gestellt werden. Denn die Planeten in der Waage durchlaufen bis Mitte Oktober eine Reihe von Krisenaspekten mit Saturn und Pluto. Das sind dann Prüfungssituationen, in denen ihr getestet werdet, ob eure Zuwendung wirklich von Herzen kommt und ob ihr hinter euren Beziehungen steht, auch wenn sie mal schwierig sind. Eine besonders positive Phase ist die Zeit zwischen dem 25. und 30. September. Da verbinden sich die beiden Wohltäter Venus und Jupiter und am 28. September ist dann auch der Neumond in der Waage. Das sind wunderbare Tage für die Liebe, um sich zu verständigen und um zu guten Vereinbarungen zu kommen, die Zukunft haben. Und die Verbindung von Venus zu Jupiter ist auch ein ausgezeichneter Finanzaspekt für euch. Wenn ihr am Verhandeln seid oder einen neuen Job anfangt, könnt ihr euch in dieser Zeit über das Gehalt und die finanziellen Zuwendungen einigen und solltet den Vertrag dann auch unterschreiben und einen Abschluss anstreben. Hallo, ihr interessanten Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Der Neumond in der Jungfrau am 30. August fällt bei euch ins Freundschaftshaus und bringt frischen Wind in eure Freundschaften und auch in eure Business-Kontakte. Viele von euch erleben einen sehr anregenden Start in den Monat mit vielen Einladungen und Möglichkeiten, sich im Kreise ihrer Clique zu amüsieren. Singles sollten ruhig dafür offen sein, sich von ihren Freunden verkuppeln zu lassen. Es könnte funktionieren. Auch Internet-Dating steht unter guten Sternen. Davon profitieren ganz besonders die Geborenen der ersten Dekade, aber sicherlich auch viele andere Skorpione, die den anregenden Einfluss von Uranus empfangen. Es kann jedoch im Laufe des Monats zu Irritationen kommen. Die Konstellationen können euch dazu verführen, euch aus Freundschaft auf wirre Geschäfte und Finanzspekulationen einzulassen. Entweder um jemanden einen Gefallen zu tun, den ihr nicht enttäuschen wollt, oder weil jemand aus dem Freundeskreis einen angeblich todsicheren Tipp für euch hat.
Möglich auch, dass sich Freunde Geld von euch leihen wollen. Seid vorsichtig und zurückhaltend bei solchen scheinbaren Gelegenheiten. Es kann euch auch passieren, dass ihr euch selbst etwas vormacht, weil euch ein Projekt großartig erscheint und ihr einfach nicht einsehen wollt, dass es vielleicht doch nicht realistisch ist. In eurem Privatleben kann sich eine Liebelei mit jemandem ergeben, mit dem ihr bisher nur befreundet wart. Das ist nicht weiter schlimm, es sei denn, die Person ist schon anderweitig gebunden. Gerade rund um den Vollmond am 14. September könntet ihr da den Kopf verlieren. Aber mit etwas Abstand und Geduld wird es gelingen, jegliche neuen Projekte, sei es beruflich oder in der Liebe, nach kurzer Zeit realistisch einzuschätzen. Immerhin stehen Saturn und Pluto günstig zur Skorpionsonne. Sobald ihr ernsthaft nachdenkt, wird sich euch erschließen, ob eine Sache Zukunft hat. Deswegen geht nicht gleich aufs Ganze, auch wenn die Leidenschaft noch so groß ist. Übrigens kann es euch auch passieren, dass ihr von euren Freunden oder auch Klienten in deren Kuddelmuddel hineingezogen werdet und bei dem Versuch zu helfen den Zorn der anderen auf euch zieht. Doch ihr habt allen Grund, euch zurückzulehnen und abzuwarten, denn in kürzester Zeit werden die anderen einsehen, dass ihr recht hattet. Nach dem Vollmond verspürt ihr wahrscheinlich das Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug, denn die Planeten wandern nun alle beim Skorpion-Kollektiv ins 12. Haus des Rückzugs. Zuerst Venus und Merkur am 14. September, gefolgt dann von der Sonne am 23. September, wenn die Waagesaison beginnt. Wenn man euch um Hilfe bittet, dann agiert ihr lieber im Hintergrund, denn ihr habt kein Bedürfnis danach, in einen Streit hineingezogen zu werden. Dabei kommt es auch darauf an, ob ihr eventuell in eurem individuellen Horoskop Planeten in der Waage habt. Die werden dann natürlich aktiviert und dann wird es weniger ruhig zugehen. Spirituell ausgerichtete Skorpiongeborene kommen in der zweiten Monatshälfte wunderbar in Kontakt mit Botschaften aus den Träumen oder aus der geistigen Welt. Wenn ihr einen neuen Flirt angefangen habt, kann es allerdings sein, dass die andere Person in der zweiten Monatshälfte einen Rückzieher macht. Ein solches Hin und Her kann sich bis Mitte Oktober hinziehen, aber lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen. Zwischen dem 25. und dem 30. September verbindet sich die Venus mit dem Jupiter, der bei euch im Geldhaus steht. Und in diese Zeit fällt auch der Neumond in der Waage am 28. September und der befindet sich dann auch bei euch im heimlichen 12. Haus. Und das könnte bedeuten, dass ihr von heimlicher Seite eine Zuwendung bekommt. Und es sind auch gute Sterne, um einen finanziellen oder vertraglichen Abschluss zu machen. In der Liebe taucht nun vielleicht jemand, der sich zurückgezogen hatte, wieder aus der Versenkung auf. Wenn nicht, bleibt geduldig. Ab dem 9. Oktober geht die Venus in euer Zeichen und dann fliegen euch die Herzen zu. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Die Planetenkräfte zeigen viele berufliche Entscheidungen und die Möglichkeit, in der Karriere voranzukommen und dabei auch finanzielle Fortschritte zu machen. Der Neumond vom 30. August fällt beim Schütze-Kollektiv ins 10. Haus der Karriere. Deshalb macht Pläne, wo ihr in den nächsten 4 Wochen vorankommen wollt. Ein günstiger Aspekt mit Uranus zeigt, dass es auch technische Fortschritte gibt. Vielleicht werden bei euch im Büro neue Abläufe eingeführt, die eine Verbesserung mit sich bringen. Jedoch laufen die Planeten bis zum Vollmond am 14. September alle in Spannung zum Schützezeichen. Das sieht man an diesem Dreieck hier. Und beteiligt sind auch Neptun und Lilith. Das bedeutet, dass die Fortschritte und auch die Karrieremöglichkeiten einige Anstrengungen erfordern oder auch erkämpft werden müssen. Häufig spielen zu hohe Erwartungen oder unrealistische Wünsche eine Rolle. Entweder ein pingeliger oder manipulativer Chef macht euch mit Detailvorgaben das Leben schwer oder eure eigenen hochfliegenden Pläne passen nicht mit den Anforderungen, die an euch gestellt werden, zusammen. Im Zweifelsfalle seid ihr nicht unbedingt kompromissbereit, weil der Mars euch angriffslustig macht. Ihr erreicht aber am meisten, wenn ihr realistisch bleibt und bereit seid, auf der einen oder anderen Seite ein paar Anpassungen vorzunehmen. Vielleicht ist es auch gar nicht der Chef, der euch nervt, sondern ein zeitliches Problem. Neptun und Lilith in eurem 4. Haus der Familie weisen darauf hin, dass es zu Hause Probleme geben könnte, weil ein Familienmitglied erkrankt oder bedürftig ist. Vielleicht zieht auch jemand aus in einem Moment, wo ihr gar nicht damit gerechnet hattet. Lilith in den Fischen, das können renitente Töchter sein, die ihre eigenen Wege gehen und auch nicht sagen, wo sie sind und wie lange sie wegbleiben. In diesem Spannungsfeld versucht ihr während der ersten 3 Wochen des Monats irgendwie zurechtzukommen. Und weil der Jupiter jetzt wieder direktläufig ist und ja auch bei euch im Zeichen steht,
dürftet ihr dabei ruhig auch mit eurem Glück rechnen. Für die Liebe sind die Tendenzen weiterhin interessant. Ihr habt viel Charisma und wirkt sehr anziehend auf andere. Schwierig wird es allerdings, wenn ihr in eine Dreiecksgeschichte hineingezogen werdet, sei es, dass euer Liebespartner noch gebunden ist oder ihr selbst. Um die Monatsmitte herum können Geheimnisse auffliegen, weil jemandem dieses Arrangement nicht mehr gefällt. Auch äußere Umstände können dazu führen, dass jemand bloßgestellt wird. Und das kann auch wieder mit einer Tochter aus eurem Haus zusammenhängen, die vielleicht etwas mitbekommen hat und damit nicht hinterm Berg hält. Das Beste für euch Schützen ist wirklich, wenn ihr auf allen Ebenen klare Verhältnisse schafft. Denn Heimlichtuereien liegen euch doch überhaupt nicht. Am Himmel wird der Illusionsaspekt zwischen Jupiter und Neptun bis Ende September ausklingen. Aber viele von euch werden langfristig noch weiter unter dem verwirrenden Einfluss von Neptun stehen. Zurzeit wirkt der Neptun auf die zweite Dekade des Schützezeichens ein. Und ihr könnt in meinem Jahrbuch nachlesen, welche Geburtstagskinder genau betroffen sind. Und da würde sich vielleicht auch mal eine Beratung lohnen. Ab dem 14. September laufen Venus und Merkur in die Waage und stehen dann sehr günstig zur Schützesonne, was euer Liebesleben noch mehr in Schwung bringt. Am 23. September beginnt die Waagesaison und die Sonne aktiviert für 4 Wochen euer Sozialleben und eure Freundschaften. Dann kommen bestimmt viele Einladungen herein. Zwischen dem 25. und dem 30. sind die Aspekte sehr gut für Gespräche und Vereinbarungen, sei es beruflich oder auch um eine Liebesverwirrung aufzuklären und mit dem festen Schatz wieder zusammenzurücken. In diese Zeit fällt auch der Neumond am 28. September in der Waage, der frischen Wind für eure Freundschaften und Geschäftskontakte verheißt. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Freut euch auf einen produktiven Monat, denn der Mars steht vorzüglich zu eurem Zeichen und zeigt zuverlässige Kollegen und Mitarbeiter an. Der Neumond vom 30. August fällt beim Steinbock-Kollektiv ins 9. Haus der Perspektiven und der Reisen. Das ist eine ausgezeichnete Zeit, um Pläne für die nächsten 4 Wochen oder sogar das ganze Jahr zu machen. Dabei seid ihr ausgesprochen kreativ. Das zeigt der günstige Einfluss von Uranus. Und weil die Liebesplaneten beteiligt sind, macht jetzt auch so mancher Steinbock mit dem Liebes- oder Flirtpartner Pläne für die Zukunft. Steinbock-Singles haben stark erhöhte Flirtchancen auf Reisen oder wenn sie beruflich unterwegs sind. Vielleicht kreuzt auch jemand mit exotischem Hintergrund euren Weg und fasziniert euch. Diejenigen von euch, die beratend oder als Kursleiter tätig sind, dürften die Kurse und die Veranstaltungen voll haben und sich über viele Interessenten freuen. Der Monat entwickelt sich überwiegend prächtig bis zum Vollmond am 14. September. Die geplatzten Träume, mit denen andere zu tun haben, betreffen euch wahrscheinlich eher indirekt, zum Beispiel durch verwirrte Klienten oder durch Geschäftspartner, die vielleicht einen Rückzieher machen oder nicht recht wissen, was sie wollen. Da müsst ihr dann Führungsqualitäten beweisen und die anderen beruhigen und für Klarheit sorgen. Denn wenn nicht andere Faktoren in eurem individuellen Horoskop dagegen sprechen, gehört ihr im September zu den Starken, an deren Schulter sich die anderen gerne anlehnen möchten. Seid dann nicht zu streng, sondern lieber verständnisvoll. Damit könnt ihr dann Pluspunkte sammeln. Die Planeten schaffen auch einen Ausgleich für diejenigen Steinböcke, die unter dem Einfluss von Saturn zu übertriebener Härte und Misstrauen neigen. Auch gesundheitlich kann euch dieser Monat Erleichterung bringen, weil er die Energie in Fluss bringt. Wenn ihr viel trinkt und euch gesund ernährt, könnt ihr Schlacken ausschwemmen und der saturnischen Tendenz zur Versteifung und Verhärtung entgegenwirken. Auch sanfte Bewegungen wie Yoga wirken jetzt besonders gut für euch. Mit dem Vollmond am 14. September ändert sich die Energie, dann ziehen die Planeten weiter in die Waage und damit für das Steinbock-Kollektiv ins Karrierehaus. Zuerst am 14. Venus und Merkur. Das ist sehr schön für Präsentationen und berufliche Gespräche. Übrigens beginnt dann für Singles auch eine Phase bis Anfang Oktober, in der sie der Liebe im Zusammenhang mit ihrem Beruf begegnen können. Am 23. zur Herbsttag- und Nachtgleiche wechselt dann die Sonne in die Waage. Dann beginnt die Waagesaison, häufig für Steinböcke eine sehr emsige Zeit, bei der sie viele Termine haben und Entscheidungen treffen müssen, denn die Sonne aktiviert ja dann auch das Karrierehaus. Allerdings werden 4 Planeten bis Mitte Oktober harte Aspekte zu Saturn und Pluto durchlaufen, die ja bei euch im Zeichen stehen. Und das
zeigt Auseinandersetzungen an und häufig seid ihr diejenigen, die unbequeme Entscheidungen treffen oder Anliegen von Mitarbeitern ablehnen müssen. Versucht einfach bei allem immer fair zu bleiben und hört auch den Argumenten der anderen zu. Verständnis schafft bessere Ergebnisse als bloße Durchsetzung. Zwischen dem 25. und 30. September ist die beste Phase für Verhandlungen. Und das ist dann auch die Zeit, in die der Neumond fällt, der nächste. Der ist dann am 28. September in der Waage und auch bei euch im Karrierehaus. Das ist also eine sehr gute Zeit für Verhandlungen und auch für euch persönlich ist es eine gute Zeit, um öfter mal auf eure innere Stimme zu lauschen, wenn ihr wichtige Entscheidungen treffen müsst. In der Außenwelt sind diese Tage besonders günstig, um bei Verhandlungen eine Einigung zu erzielen und zu Ergebnissen zu kommen, auch in finanzieller Hinsicht. Und die solltet ihr dann schriftlich festhalten, denn wie gesagt, bis Mitte Oktober kann es noch weitere Auseinandersetzungen geben und dann ist es gut, wenn alle Beteiligten eine Basis haben, auf die sie sich im Zweifelsfall berufen können. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Der Neumond vom 30. August fällt beim Wassermann-Kollektiv ins Achterhaus der festen und verbindlichen Beziehungen. Das betrifft übrigens auch geschäftliche Angelegenheiten, bei denen ihr zusammen mit anderen eine Verantwortung tragt und Verträge habt. Und für diejenigen von euch, die spirituell arbeiten, ist dieser Neumond toll, um in den kommenden Wochen gedanklich tiefer in die geheimen Zusammenhänge des Universums einzudringen. Fest liierte Wassermänner sollten sich vornehmen, Zeit mit ihrem Schatz zu verbringen und frischen Wind in ihre Beziehung zu bringen. Das kann übrigens auch sehr gut dadurch erfolgen, dass ihr bei euch zu Hause etwas verändert und umräumt, zum Beispiel durch eine schöne neue Anschaffung für euer Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Außerdem ist es auch eine gute Zeit für erotische Experimente. Wenn ihr alleinstehend seid, solltet ihr mal eure Verträge und Versicherungen durchgehen. Was braucht ihr noch? Wovon könnt ihr euch trennen? Die Sterne raten allerdings davon ab, neue Versicherungsverträge einzugehen, zumindest bis nach dem Vollmond am 14. September. Denn in der ersten Monatshälfte kann es hier zu Unklarheiten oder sogar zu Betrügereien kommen. Vielleicht versucht man euch etwas aufzuschwatzen, was ihr gar nicht braucht. Auch bei finanziellen Versprechen und angeblich todsicheren Tipps mit hoher Rendite sollten bei euch alle Warnleuchten angehen. Leider können an solchen Situationen auch Freunde und Bekannte beteiligt sein, denen ihr eigentlich vertraut. Aber im September können sie sich tatsächlich mal irren. Deshalb seid vorsichtig und wartet gegebenenfalls ab bis zum Ende des Monats. Für Singles fängt es ab dem Vollmond am 14. September richtig an zu prickeln, denn dann bewegen sich Venus und Merkur in die Waage und bilden traumhaft schöne Aspekte zur Wassermannsonne. Am 23. September kommt dann auch noch die Sonne mit dazu, dann beginnt die Waagesaison. Und in den kommenden 4 Wochen habt ihr dann gesteigerte Flirtchancen. Vor allem, wenn ihr auf Reisen seid oder auch bei einer beruflichen Fortbildung oder wenn ihr mit Freunden und Leuten aus fremden Ländern ins Gespräch kommt, kann der Funke überspringen. Auch heiße Diskussionen über eure Ausbildung und Lebensphilosophie können sich als Einstieg in einen bezaubernden Flirt erweisen. Und diejenigen von euch, die beruflich als Helfer oder Heiler im Einsatz sind, finden sich häufig im Mittelpunkt interessanter Gespräche wieder. Es ergeben sich allerdings bis Mitte Oktober wiederholt Aspekte, die dazu führen können, dass Flirts oder auch Verhandlungen ins Stocken geraten und ihr wisst nicht recht warum. Dann scheint euch jemand aus dem Hintergrund Steine in den Weg zu legen. Typisch für eine solche Situation wäre zum Beispiel, dass sich euch jemand erst annähert, dann aber von irgendeiner Autoritätsperson zurückgepfiffen wird, wovon ihr aber gar nichts erfahrt. Bleibt geduldig und verliert nicht den Glauben an die Person oder das Projekt. Ab Mitte Oktober klärt sich das. Ende des Monats haben wir aber nochmal eine ganz ausgezeichnete Phase, nämlich vom 25. bis 30. September, in der ihr einen Abschluss eintüten könnt, den euch dann auch keiner wieder streitig machen kann. In der Liebe und in euren Freundschaften ist es eine schöne Zeit, um sich auszusprechen und sich des gegenseitigen Vertrauens zu versichern, falls es anschließend doch mal zu einer Krise kommen sollte. In diese Zeit fällt dann auch der Neumond in der Waage am 28. September und der betont beim Wassermann-Kollektiv das 9. Haus der Reisen und der Perspektiven. Wundert euch nicht, wenn es euch dann in die Ferne zieht. Vielleicht könnt ihr ja einen kurzen Städtetrip am Wochenende hinbekommen, denn beruflich seid ihr in den Wochen danach ziemlich eingespannt. Mehr dazu dann in eurem Horoskop für den Oktober.
Hallo, ihr faszinierenden Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Bei euch setzen sich die charmanten, aber teilweise auch verwirrenden Einflüsse der letzten Augustwoche weiter fort. Der Neumond vom 30. August fällt beim Fische-Kollektiv ins Partnerhaus und gegenüber bei euch im Zeichen stehen Neptun und Lilith. Ihr habt dadurch ein besonderes Charisma und seid offen für ungewöhnliche Begegnungen und Affären. Potenzielle Verehrer und generell interessante Menschen geben sich in eurem Leben die Klinke in die Hand. Selbst wenn ihr versucht, dem aus dem Weg zu gehen, werdet ihr immer wieder durch Begegnungen herausgefordert. Und da steckt ja auch viel Schönes drin, viel Inspiration, die ihr auch beruflich nutzen könnt, besonders wenn ihr als Journalisten, Blogger, Schriftsteller oder Buchautoren tätig seid. Uranus verheißt euch vor allem in der ersten Woche des Monats tolle Geistesblitze und Ideen. Haltet euer Notizbuch oder Smartphone bereit, um sie jederzeit festzuhalten. Auch im Gespräch oder beim Brainstorming mit anderen entstehen spannende Ideen und Visionen. Glücksplanet Jupiter steht ja beim Fische-Kollektiv im Karrierehaus. Dadurch kommen euch auch seitens eurer Vorgesetzten starke Impulse rein, was man alles Tolles machen könnte. Doch das bringt auch die Gefahr mit sich, dass ihr damit überfordert werdet oder euch zu viel vornehmt. Achtet darauf, nur das zuzusagen, was ihr auch hinbekommen könnt. Möglich auch, wenn ihr zum Beispiel selbstständig seid, dass Angebote reinkommen, die sich als unrealistisch erweisen und nicht das halten, was sie versprechen. Der Mars zeigt außerdem mögliche Geschäftspartner, die euch unbedingt zu etwas überreden oder mitreißen wollen, selbst wenn sich in euch schon eine zarte Stimme regt, die schon ahnt, dass daraus nichts werden kann. Der Kosmos rät euch, auf Zeit zu spielen und euch neue Projekte in Ruhe anzuschauen und sie auf ihre Realitätstauglichkeit hin abzuklopfen. Dasselbe gilt übrigens auch für die Liebe. Wenn ihr jetzt jemand Neues kennenlernt, wendet am besten meine berühmte 90-Tage-Regel an und lasst erstmal 3 Monate verstreichen, ehe ihr euch tiefer einlasst. Und Begegnungen und Liebeschancen, die gibt es reichlich. In meinem Video vom August hatte ich ja schon darauf hingewiesen, dass ihr besonders aufpassen müsst, wenn ihr in helfenden oder heilenden Berufen tätig seid und sich mit Klienten oder Patienten eine Romanze anbahnt. Im Zweifelsfalle müsst ihr Berufliches von Privatem strikt trennen, denn zwischen dem 4. und dem 14. September herrscht eine Spannung mit Mars. Das heißt, jemand, der mit eurem Verhalten unzufrieden ist, würde euch dann damit konfrontieren bzw. bei den entsprechenden Stellen sogar melden. Deswegen seid zurückhaltend, wenn es im beruflichen Zusammenhang knistert und haltet euch immer an die Regeln, dann könnt ihr einen Skandal vermeiden. Wobei das nicht ganz einfach ist, denn die Lilith in eurem Zeichen zeigt, dass sich womöglich andere auch dann von euch provoziert fühlen, wenn ihr das überhaupt nicht beabsichtigt hattet. Das müsst ihr auch bitte mit im Auge behalten. Der Vollmond am 14. September findet bei euch auf der Beziehungsachse statt und da kann es in der Liebe nochmal richtig heiß werden. Aber danach legt sich dann die allgemeine Spannung wieder. Die Planeten bewegen sich dann weiter ins Zeichen Waage. Am 14. zuerst mal Venus und Merkur und dann am 23. zur Tag- und Nachtgleiche im Herbst auch die Sonne, die dann in die Waage geht. Und die Planeten bringen ab dem 14. September für insgesamt 6 Wochen sehr schöne und liebevolle Impulse für Fischegeborene in festen und vertrauten Beziehungen. Allerdings entstehen bis Mitte Oktober einige problematische Aspekte, mit denen habt ihr jedoch wahrscheinlich eher indirekt zu tun, nämlich durch eure Partner oder andere Mitmenschen, die Zusagen wieder zurückziehen oder überzogene Forderungen stellen. Die beste Zeit, um zu einer verlässlichen Einigung zu kommen, ist zwischen dem 25. und dem 30. September. Das ist auch finanziell ein sehr günstiger Aspekt, um einen guten Abschluss zu erzielen. Und außerdem haben wir dann am 28. September auch den Neumond in der Waage, der in den Bereich eurer festen Partnerschaften fällt und dort frischen Wind reinbringen kann. Und jetzt kommen wir, wie angekündigt, zum Serviceteil mit den Infos zu meinen nächsten Veranstaltungen und der Verlosung für euch. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr mich gerne über meine Homepage oder mein Kundentelefon kontaktieren. Und alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar heißt Begegnung mit der weiblichen Urkraft. Das ist das Lilith-Webinar, das ich auf vielfachen Wunsch nochmal wiederhole. Darin erfahrt ihr, welche Seelenkräfte durch die Transite der Lilith im Horoskop geweckt werden und wie wir damit umgehen können.
Der Termin ist am 27. August um 19 Uhr und die Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und einen Link zum Webinar setze ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Und ihr könnt mich demnächst auch live erleben. Am 28. September um 13.30 Uhr, das ist zu Neumond, da bin ich in Bad Kissingen beim Kongress des Deutschen Astrologenverbandes und gebe einen Workshop mit dem Titel Venus, Planet der Liebe und des Geldes. Die meisten Fragen zum Horoskop drehen sich nämlich um die Liebe und ums Geld und die Venus hat Antworten auf diese Fragen. Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr euch beim DAV-Kongress anmelden. Da könnt ihr viele bekannte deutschsprachige Astrologen treffen und ganz viel über Astrologie lernen. Man kann da auch ein Tagesticket für einen einzelnen Tag kaufen. Ich verlinke euch das auf meiner Homepage unter Vorträge und Seminare und auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Mein nächster Livestream ist der Neumond-Talk am 29. August um 21 Uhr. Da können wir uns dann über den magischen Mondzyklus im September austauschen. Und dann gibt es auch wieder einen Livestream mit dem Vollmond-Talk am 13. September um 21 Uhr. In beiden Sendungen verlose ich jeweils eine 15-minütige Live-Beratung. Dazu müsst ihr euch bitte mit einer E-Mail anmelden und die Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage und auch unten in der Videobeschreibung. Und der Livestream findet dann hier auf meinem YouTube-Kanal statt. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Ihr könnt mein Buch Geheimnisse der Astrologie gewinnen mit persönlicher Widmung von mir. Viele Fragen zur Astrologie, die ihr mir im Livestream oder auch in Kommentaren schon gestellt habt, beantworte ich in diesem Buch. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten, konstruktiven Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann teilt bitte meine Videos in euren Social Media. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Mehr zum Thema Karma und Mondknoten erfahrt ihr in dem Video »Finde deine Heimat«. Schaut euch bitte auch mein Video zu Saturn an, die Kunst zu manifestieren. Und wichtig ist auch die Lilith in den Fischen. Das Special heißt Loslassen und Befreien. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.